Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Togo Reisemobile. In dem heutigen Video zeige ich euch ganz genau, was der Westfalia Jules Verne alles kann und wie man in einem Mercedes mit 5,14 Meter Außenlänge eine Dusche, eine Toilette, Betten, Küche und ein komplettes Wohnmobil unterbringt. Wir zeigen euch alle Maße, alle Details, die Vor- und Nachteile des Konzepts. Das alles seht ihr in diesem Video. Bevor wir damit loslegen, denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Einmal hier unter dem Video auf Abonnieren klicken, dann die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft, wenn wir neue Videos veröffentlichen, immer eine kleine Information bekommt. Heute geht es um den Westfalia Jules Verne und mit dem Video wünsche ich euch ganz viel Spaß. So sieht er aus, der neue Westfalia Jules Verne. Von außen gar nicht zu erkennen, dass das ein neues Fahrzeug ist, aber im Interieur hat sich doch sehr viel im Vergleich zum letzten Modell ja geändert. Ein bisschen neue Farben und ein paar Details in der kompletten Ausstattung. Wir haben ja schon mal ein Video vom Jules Verne gemacht, das verlinken wir euch da oben in der Ecke. Schaut einfach euch das auch nochmal an, vielleicht gibt es da nochmal andere Eindrücke und dann könnt ihr auch ein bisschen vergleichen, wo die Änderungen zwischen Modelljahr 20 und 21 sind. Das hier ist nämlich ein Fahrzeug aus dem Modelljahr 2021. Wie gesagt, von außen genau das gleiche. Das heißt, ihr habt ein Fahrzeug 5,14 Meter Länge. Er ist 1,99,5 hoch. Das heißt, wir bleiben exakt unter der magischen Grenze der Tiefgaragen. Und ihr habt einfach ein Auto, was von außen super elegant ist. Wenn man so einen halben Schritt zurücktritt und sich einfach mal die gesamte Form anguckt, ist, glaube ich, dieser Wagen von der Sitzposition, von der Optik immer noch mal einen ganzen Tick mehr PKW als zum Beispiel der Kepler One, was ja das Schwestermodell auf VW-Bus-Basis ist. Und der Mercedes ist einfach so ein bisschen mehr die PKW-Variante. Alles ein bisschen enger, alles ein bisschen kleiner, aber dafür ist er eben mit 5,14 Meter auch so kompakt, dass er quasi auf einen normalen PKW-Parkplatz passt und so lang wie eine normale S-Klasse ist. Als Wettbewerb kommt bei so einem Fahrzeug immer ganz schnell die Fahrzeuge von Mercedes, der Marco Polo oder von VW, der California, mit ins Spiel. Der Marco Polo ist mit 5,14 Meter exakt gleich lang und von außen sieht er auch nahezu gleich aus. Es sind einfach zwei grundverschiedene Konzepte, die dahinter stehen. Und ihr habt halt hier wirklich auf den Außenabmessungen eines Marco Polo ein vollwertiges Wohnmobil, was wir eigentlich erst in viel größeren Autos haben. Wie das geht, müssen wir gleich mal reinschauen, weil natürlich der gesamte Grundriss einmal gedreht wird. Bevor wir reingucken, gucken wir aber einmal, was wir hier an Besonderheiten sozusagen haben. Der Wagen, das ist unschwer zu erkennen. Wir haben hier Silber Metallic bestellt, das heißt bei Mercedes in diesem Modell ja Adamantin Silbergrau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Einer der Punkte, weshalb Westfalia so ein Fahrzeug in einem relativ attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten kann, ist, dass die Ausstattung so ein bisschen standardisiert ist. Das heißt, es gibt nur drei Farben zur Auswahl und auch bei der Ausstattung haben wir nicht unendlich viele Optionen. Aber eins kann ich euch vorher schon mal sagen, alle Dinge, die wichtig sind, die Assistenzsysteme und sowas, können wir auch bei diesem Fahrzeug mitbestellen. Also auch ein Abstandsregeltempomat zum Beispiel kann dieses Fahrzeug haben. Nicht serienmäßig haben wir die Schiebefenster in den Türen. Das ist für mich eine essentielle Option, die unbedingt mitbestellt werden kann. Das war für mich immer der Grund, weshalb ich den Jules Verne die letzten Jahre so ein bisschen links habe liegen lassen, weil es kein Fenster gab, was man aufmachen konnte, wenn das Dach geschlossen ist und man dann einfach gar nicht richtig Luft reinlassen konnte. Jetzt mit den originalen Mercedes-Schiebefenstern ist das, denke ich, hervorragend gelöst und damit kann man eben auch kochen und auch mal bei so einem Nieselregen einfach im Auto sitzen und die Fenster geöffnet haben. Westfalia macht das hier ganz geschickt. Die Scheibe wird mit so einer schwarzen Folie einfach nach hinten verlängert und dadurch habt ihr so ein bisschen Van-mäßige Optik. Und wir haben gar nicht so viele Öffnungen von außen. Wir haben hier hinten den Stromaußenanschluss und ansonsten ist er von außen von dem normalen Mercedes überhaupt nicht zu unterscheiden. Genauso von hinten. Wenn man sich jetzt die Westfalia eigenen Aufkleber, das Westfalia-Logo oben und das Jules Verne hier unten wegdenkt, dann würdet ihr nie erkennen, ist das ein normaler serienmäßiger Vito oder ist das ein ganz anderes Auto. Außer dem Dach verrät ihn eigentlich niemand
irgendwas als Wohnmobil. Der größte Unterschied im Vergleich zum Marco Polo und zum California wird direkt klar, wenn man hier hinten reinschaut. Anstelle des Bettes, auf das ihr normalerweise guckt, haben wir hinten die Toilette und die Duschwanne. Wie das alles benutzt wird, schauen wir uns gleich von innen an. Aber bevor wir so richtig ins Detail von dem Auto starten, schauen wir noch mal kurz von der Seite und uns die Frontansicht an, was in meinen Augen einfach ein super elegantes Auto ist. Ihr habt hier hinten, und das ist auch eine ganz wichtige Abgrenzung zu den ganzen anderen Aufstelldachautos, wir haben eine Heizung und einen Warmwasserboiler immer mit dabei. Warm duschen in einem Auto mit Aufstelldach. An alle California-Fahrer und Marco Polo-Fahrer, die ihr euch mit den kalten Duschen abduscht, das geht hier. Wer möchte, kann sich auf der Seite eine zweite Schiebetür mitbestellen. Das gucken wir gleich mal von innen, ob das für euch sinnvoll ist oder nicht. Und ich finde, wenn man sich den von vorne anschaut, das ist einfach ein ultra elegantes Auto. Und wir haben mit LED-Lichtern vorne und hinten eben auch die meisten Dinge, die man in der Pkw-Welt gerne hätte, hier mit dabei. Wie gesagt, das Silber, glaube ich, steht ihm gut, macht ihn dezent, heizt ihn nicht so sehr auf. Es ist ein rundum gelungenes Auto von außen. Und das Silbergrau passt auch zu dem neuen Interieur von dem Jules Verne hervorragend. Das ist nämlich auch deutlich grauer geworden. Und damit wir uns mal anschauen können, wie der Wagen von innen ist, machen wir jetzt mal gemeinsam das Dach hoch. Und dann gucken wir mal, ob der Raum in so einem Fahrzeug so groß ist, wie ich ihn angekündigt habe, oder ob es eben alles doch ein bisschen enger ist. Herzlich willkommen im Westfalia Jules Verne hier drin. Man sieht auf den ersten Blick, dass der Wagen komplett anderes Konzept verfolgt als alle oder als fast alle anderen Aufstelldachautos. Wir haben nämlich hier unten nicht im hinteren Bereich ein Bett und einfach eine Schlafbank, die man davor umklappt, sondern wir haben hier ein ganz klassisches Reisemobilkonzept. Vorne eine gemütliche Sitzgruppe und dann im Heck die Toilette und die Küche. Und dadurch habe ich natürlich in so einem 5,14 Meter Fahrzeug total viel Bewegungsfreiheit. Das erkaufe ich mir mit ein bisschen weniger Stauraum, das ist klar. Aber ich glaube, man ist bei allem, auch wenn ich heute mehrfach noch sagen werde, dass es richtig großzügig, man da immer natürlich ins Verhältnis gesetzt zu einem 2 Meter flachen Auto, was nur 5,14 Meter lang ist. Wenn man sich immer wieder vor Augen führt, diese kompakten Abmessungen, dann ist das der absolute Wahnsinn, was hier drin ist. Dass der aber natürlich vom Raumangebot mit einem 6 Meter Fiat Ducato oder einem 6 Meter Mercedes Sprinter nicht mithalten kann. Da braucht dann auch sich keiner drüber unterhalten. Aber man kann ja mal versuchen, mit einem Sprinter in die Tiefgarage zu fahren. Das geht dann halt auch nicht. Deswegen muss man da so ein bisschen abwägen, was für euch die richtige Lösung ist. Das ist hier sicherlich ein relativ spezieller Nutzungsfall. Aber wenn man flach, Toilette, kompakt, warmes Wasser, vernünftiges Bett sucht, dann seid ihr mit dem Jules Verne relativ gut mit dabei. Und als Alternative würde eben der Kepler von Westfalia oder der Westfalia Club Joker City, das ist das gleiche Auto auf dem kurzen VW-Bus, auch noch als Alternative in Frage kommen. Wenn man hier drin sitzt, ich finde das richtig gemütlich. Also ich setze mich hier hin, ich habe Raumgefühl, ich finde das Licht- und Farbkonzept richtig schön. Wir haben unendlich viele Lampen mit den vielen kleinen LED-Spots, die hier oben rumgehen. Wir haben diverse Lampen, die den Raum richtig hell machen. Wir haben, wenn du einmal nach ganz unten schwenkst, ich nenne das jetzt mal schwebende Möbel, die Lichtleisten auf dem Boden. Da machen wir euch jetzt an dieser Stelle noch mal ganz kurz zwei, drei Bilder oder aus dem ersten Video mit rein, was wir vom Jules Verne gemacht haben. Das ist zwar noch der alte Möbelbau, aber den haben wir nicht in so wunderschönem Sonnenlicht wie hier und heute gefilmt,
sondern da war es einfach dunkel und in der Halle. Und das ist ernsthaft beeindruckend, wie schön das Licht im Westfalia Jules Verne ist. Und das ist hier halt genauso. 14 LED-Lampen, die außenrum sind, 2 Leselampen fürs Bett, die beiden langen Dinge da, plus die Lichtschlaufen unten. Kann man wohl sagen, in dieser Fahrzeugklasse ist das ein mehr oder weniger einzigartiges Lichtkonzept. Was sich ändert vom Innenbereich, ist vor allem eben das Dekor. Wir haben jetzt im neuen Fahrzeug hier die mit den grauen Oberflächen. Das bleibt alles das Gleiche. Das ist weiterhin so ein creme-weißfarbener Ton, also so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, eierschalenmäßig. Und darüber das hellgraue Dekor. Wenn man reinkommt, hat man hier gleich im Eingangsbereich für die wichtigsten Lampen hier die Spots oben und unsere fliegenden Möbel unten. Die Schalter, dass man reinkommt und sich das gleich alles schön hell machen kann. Und dann hat man, das ist auch ganz charmant hier, gleich am Eingang so eine Art Apothekerauszug, dass ihr einfach die wichtigsten Sachen von innen und von außen gut erreichen könnt. Hier hinten auf der Beifahrerseite haben wir den kompletten Küchentrakt sozusagen. Der braucht sich vor größeren Autos nicht verstecken. Wir haben hier ein richtig schönes Waschbecken und daneben einen Zweiflammenkocher. Das ist natürlich etwas enger. So, das muss nach oben mit einer großen und einer kleinen Flamme. Aber da passen natürlich keine allzu großen Töpfe hin. Der Kocher ist mit einer elektrischen Zündung auch. Und das Waschbecken, wenn man sich das anguckt, das ist gar nicht kleiner als in großen Autos. Wir haben hier 26 mal 28, ja, 26 mal 28. Und auch in der Tiefe passt das gut. Und wenn man sich den Wasserhahn hier anschaut, das fühlt sich richtig schön, das ist ein massives Ding. Und mit einer stummen Bedienung hier versteckt er sich auch, wenn man es zusammenfaltet, richtig gut in der ganzen Einheit wieder drin. Wenn ihr hier gekocht habt, kann man das wunderbar runterklappen. Und einfach mal, um ein Gefühl für Maße zu bekommen, in den Videos ist das ja oft ein bisschen verfälschend. Wir haben hier einen Küchenblock von 1,12 Meter. Der ist natürlich schmal, hier vorne an der breitesten Stelle 34 cm. Aber man kann einfach, ich habe hier Raumgefühl. Und sogar in der Küche, die ist relativ niedrig, kann ich aber mich gut davor bewegen und kann alles benutzen. Ich habe auch richtig schön viel Ablageflächen. Hier eine große Schublade mit Besteckeinsatz. Darunter nochmal eine große zweite Schublade. Und ganz unten, das ist eine Klappe, weil ja hier der Radlauf von außen ist. Das ist nicht so tief, aber damit man es trotzdem gut nutzen kann, sind hier so Gurte drin, dass ihr das einfach auch vernünftig beladen könnt. Den Apothekerauszug hatten wir ja eben schon geöffnet. Hier oben ist noch so eine kleine tote Ecke sozusagen, aber es bleibt kein Raum ungenutzt. Und hier, das sagt schon der Aufkleber von außen drauf, haben wir eine 12 Volt und eine 230 Volt Steckdose drin. Das heißt, man kann den Küchenblock richtig schön nutzen. Wenn ich hier stehe, ich meine, Stehhöhe in Aufstelldachautos messen ist irgendwie auch witzlos, aber wir tun es einfach mal. Ich nehme hier jetzt einfach mal irgendeinen Platz in der Küche, wo ich am meisten stehe. Hier habe ich 2,15 Meter und einfach unter dem, damit man hier so ein bisschen, ja, messen wir mal hier. Hier haben wir 1,97. Also im Prinzip kann ich überall, wo ich stehen muss, in der Küche, vorm Kühlschrank, richtig gut stehen. Und nach vorne muss ich natürlich ein bisschen gebückt gehen. Thematisch zur Küche gehörend, hier auf der gegenüberliegenden Seite, haben wir, und das ist auch anders als bei seinen Wettbewerbern California und von VW und dem Marco Polo, haben wir einen echten Kühlschrank, keine Kühlbox. Das ist ein Kompressorkühlschrank, das heißt, der läuft ausschließlich über Strom und hat eine sehr hohe, vernünftige Kühlleistung. Und was ich ganz elegant gemacht finde, ist, dass der Raum, der eigentlich hier vor dem Kühlschrank verschenkt wäre, mit so einer schicken Tür zusätzlich genutzt ist, dass man Flaschen oder sowas hier nochmal mit reinstellen kann. Und unten drunter haben wir eine richtig schön tiefe Schublade und noch eine zweite, etwas kleinere Sockenschublade oder Unterwäsche oder was auch immer. Darüber. Das Ganze immer in diesem Zweifarbkonzept, dass das alles schön abwechslungsreich fürs Auge interessant und dabei irgendwie trotzdem modern und aber nicht aufdringlich wirkt. Total praktisch auch hier oben das große Fach, ich sage mal für elektronisches Spielzeug aller Art. Da haben wir jetzt bei fast allen Autos auch eine USB-Steckdose mit eingebaut.
Ich habe hier meinen kleinen Schminkspiegel, wenn ich morgens mal hier Lidstrich nachziehen will. Ich glaube, Lidstrich ist nicht da oben, das sollte man wissen. Aber man kann, dass man sich hier auch schön machen kann. Und in dem Teil haben wir die Matratzenteile, um unten das Bett zu bauen. Wenn ich unten, die meisten Leute schlafen in diesen Fahrzeugen eher oben in den Aufstelldächern. Das unten ist meist dann eher ein Notbett, das ist hier auch nicht besonders groß. Wenn ich die zu Hause lasse, ist das zum Beispiel auch ein schöner Stauraum, um da Stühle oder das als Kleiderschrank wunderbar mit zu benutzen. Funktioniert also auch hervorragend. Ja, und das absolute Highlight von dem Auto, dafür gehe ich mal nach draußen, damit ihr besser gucken könnt, ist im Prinzip hier hinten die gesamte Ecke mit Toilette und Dusche. Jetzt ist Dusche vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen in so einem Auto, aber es gibt wirklich die Möglichkeit, hier einen Duschvorhang reinzuhängen. Dann habt ihr eine Art Runddusche hier mit drin. Aber das ist natürlich ein Kompromiss. Da ist die Duschwanne, das ist eher zum Füßewaschen und sich mal sauber machen gut geeignet. Das, was halt wirklich toll ist, ist, dass wir eine echte Toilette haben, die wirklich eine Kassettentoilette ist. Das heißt, ich kann wie in einem 7 Meter Alkoven meine Kassette hier draußen rausnehmen und habe eine vollwertige Toilette mit einer normalen Wasserspülung und habe das alles griffbereit hier hinten drin. Und man muss plötzlich nicht mehr im Stau lange anhalten, auf ekelhafte Autobahnraststätten, Toiletten oder sonst irgendwas gehen, sondern man hat seine eigene Toilette dabei. Wenn man jetzt sagt, ich setze mich doch nicht so auf den Präsentierteller mitten im Auto auf Klo, daran ist natürlich auch gedacht. Wir haben hier eine Art Mini-Sichtschutz, den man vorhängt. Wenn ich das Dach zu habe, habe ich das bis hier zu, dass man einfach das nicht sehen kann. Und hier, auch wenn es eine getönte Scheibe ist, könnte man natürlich trotzdem durchgucken, kann ich das natürlich auch zumachen. Und damit hat man eben, wenn man hier auf Toilette sitzt, sitzt man eben nicht auf dem absoluten Präsentierteller. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, der Kepler ist 5,29 Meter, der Jules Verne ist 5,14 Meter. Wo kommt denn der Längenunterschied her? Das hat zum einen natürlich mit dem Fahrzeug zu tun, aber ein bisschen merkt man das am Ende des Tages auch im Grundriss. Die entscheidenden Punkte, wir können das Auto, glaube ich, hier in der Mitte so ein bisschen eine Linie ziehen. Auf der rechten Seite sparen wir den Großteil des Platzes, indem dieser Schrank einfach kleiner wird. Da habt ihr beim Kepler, das seht ihr in dem Vergleichsvideo, was wir zum Kepler gemacht haben, was wir euch jetzt da oben einblenden, haben wir hier zwei Schrankelemente, also einfach hier mehr Stauraum. Und auf der Fahrerseite ist vorne die Sitzgruppe einfach länger. Beide haben ja diese L-Sitzgruppe mit drin. Und da ist einfach beim Kepler ein bisschen mehr Raum, um die Beine hochzulegen. Ansonsten sind die aber konzeptionell absolut gleich. Hier hinter der Toilette habe ich nochmal einen richtig schönen Schrank, der ist auch tief. Da unten drunter, das kann ich nicht mehr nutzen, da ist der Frischwassertank mit drin, der ist innenliegend, also auch frostgeschützt gelagert. Und hier habe ich die Armatur für die Außendusche oder für die Dusche insgesamt. Das machen wir jetzt mal auf. Wenn ihr euch duschen wollt, kann man, achso, da ist noch ein Schutz drauf, steckt ihr den einfach ran und dann hat man hier eine Dusche und auch auf die Gefahr hin zu langweilen. Wir haben warmes und kaltes Wasser. Warm Wasser hier wird mit einem Truma Warmwasserboiler zubereitet und die Heizung in dem Fahrzeug ist übrigens eine Dieselheizung. Wie bei der Toilette. Jetzt werden einige sagen, ich stelle mich doch nicht hier draußen hin und dusche mich ab. Ich kann bei Westfalia hier ein Zelt mit bestellen, oder wir haben von uns im freien Zubehör auch so einen Überwurf, dass man hier hinten zusätzlichen Raum draus machen kann, wie eine eigene Duschkabine. Der wird einfach nur mit Magnetleisten da oben gegengehalten und dann habt ihr hier hinten eine wirkliche Duschkabine. Insgesamt ist man ja mit so einem Aufstelldachauto sowieso eher mal auf dem Campingplatz unterwegs als freistehend. Aber mit Jules Verne und Kepler habt ihr eben Fahrzeuge, die auch freistehend komplett autark werden, weil wirklich alles da ist, was ihr braucht, dass das wunderbar funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man so viel Lebensraum hat und das alles gut ist, wie schlafe ich denn dann in so einem Auto? Und dafür schauen wir jetzt mal,
wie das oben im Bett aussieht. Anders als im letzten Jahr ist der Aufstieg hier sehr einfach gelöst. Wir haben jetzt serienmäßig eine Leiter mit dabei. Die ist hier festgeschnallt. Die holen wir mal kurz raus. Wird von der Bedienung einmal nur umgeklappt. Und dann sind hier, die Lampe muss einmal zur Seite, die beiden Haken, jetzt sehe ich es nicht, so. Die beiden Haken, um die dort oben vernünftig einzuhaken. Und dann können wir hochgehen aufs Bett. Und das machen wir jetzt mal. So, die Leiter ist eingehängt. Ich habe mir die Schuhe ausgezogen. Es ist bitterkalt. Wir haben fast 0 Grad. Ich kriege Eisfüße. Deswegen gehen wir da jetzt mal schnell hoch. Oh, die Leiter ist auch schön kühl. Das ist hervorragend. Man kann hier komfortabel hochgehen. Wenn man die Höhe hat, die man haben will, kann man sich einfach auf die Kante setzen. Und dann kann ich mich hier wunderbar... reindrehen und mir das hier gemütlich machen. Raschelt alles ein bisschen, weil die Matratze natürlich noch eingepackt ist und man darf jetzt hier auch kein Queen-Size-Bett erwarten. Aber kommt mal kurz mit rein und dann nehmen wir mal die Maße und gucken, wie lang die ganzen Matratzen und wie viel Raum hier wirklich ist. In so einem Aufstelldach-Auto ist natürlich die Matratze immer ein gewisser Kompromiss zwischen Fahrzeughöhe und Liegekomfort. Wir haben hier eine relativ dünne Matratze, das wird aber ausgeglichen dadurch, dass wir punktelastische Lattenroste darunter haben, so dass man schon auch gut liegen kann. Von der Liegelänge haben wir, wo ist denn mein Laser da? Haben wir da hinten zur Wand 1,89, das ist ein bisschen kürzer als beim Kepler, da haben wir ein größeres Bett. Wobei mir das gar nicht so kurz vorkam, ich muss mich noch mal kurz ablegen. Guck mal, ich bin 1,92, habe ich mich vermessen? Ich bin 1,92, oh doch, kommt schon hin. Das ist. Wir messen noch mal kurz nach. Jetzt ist 1,93. Dann messen wir wohl noch mal. So, da hinten. Ja, 1,92. Also, wir einigen uns darauf, dass das Bett etwas über 1,90 lang ist. Und von der Breite, wir nehmen hier mal wirklich Außenwand zu Außenwand. Da siehst du den roten Punkt. Von da nach da gemessen haben wir 1,22. Die reine Matratze, damit hier gar nicht erst Missverständnisse auftauchen, haben wir 1,10 Meter. Also, es ist ein kompaktes Bett. Aber ich bin ja nun wahrlich das größte Format, was in so einem Auto irgendwie reinpasst und geht. Und ich könnte mir hier vorstellen, eine gute Nacht oben zu verbringen und auch schöne Urlaube zu machen, weil vor allem die Belüftung gegeben ist. Ihr habt hier mit dem Fliegengitter links und rechts, mit dem großen Fenster hinten, was ich natürlich anders als bei vielen anderen Autos, hier ist noch ein zweiter Reißverschluss drin, ich kann das auch ganz wegnehmen. Und ich kann auch hier die Fliegengitter mit dem zweiten Reißverschluss noch öffnen. Ich bin auf jeden Fall immer wieder überrascht, wie viel man in so ein kompaktes Auto reinpacken kann. Und das ist hier sicherlich auch sehr gut gelungen. Wir setzen uns jetzt nochmal unten gemeinsam in die Sitzgruppe, lassen den Raum dort ein bisschen wirken und dann schauen wir uns mal an, wie genau dieses Fahrzeug ausgestattet ist, wie so ein Jules Verne grundsätzlich preislich gestaltet ist und ziehen vielleicht nochmal ein kurzes Fazit, was die Vor- und die Nachteile des Raumkonzepts sind. Ich baue mal hier oben alles wieder ab, mache das zu. Und dann komme ich zu euch nach unten, klappe das Bett auch runter, damit man eine Idee hat, wie das ganze Fahrzeug bei geschlossenem Dach aussieht von innen. So sieht das aus, wenn ihr in der Sitzgruppe sitzt und das Dach unten ist. Das ist total gemütlich. Das ist hier oben, das ist alles relativ weich. Ich habe ganz viele Lichtquellen um mich herum und wir haben natürlich jetzt auch strahlenden Sonnenschein. Da ist sowieso alles cool. Aber ich glaube, auch bei schlechtem Wetter oder vielleicht gerade bei schlechtem Wetter würde man hier auch sich das richtig gemütlich machen können. Der Tisch ist schön groß. Wir haben hier 85 mal 49 und einfach nur damit ihr, jetzt habe ich mein Lasermesser hinten liegen lassen, damit ihr nur mal eine Idee bekommt. Wir haben hier 1,34, das heißt, wenn ich mich ein bisschen bücke, kann ich jetzt sogar auf Toilette gehen und kann die Toilette wirklich auch so hinten mit nutzen. Ja, wenn der Tisch schon so groß ist, können wir hier mal unsere technischen Unterlagen zu dem Fahrzeug ausbreiten. Einmal haben wir so ein Westfalia Gesamtprospekt, da vielleicht einmal noch mal kurz den Blick drauf. Es gibt eigentlich noch zwei Alternativmodelle zu diesem Fahrzeug. Einmal den Kepler One, das ist genau dieses Fahrzeug auf dem VW-Bus mit langem Radstand.
Und neu im kommenden Modell gibt es ein Kepler 5. Das ist quasi eine gleiche Grundrissidee mit abgespeckter Toilettenvariante, aber auch noch mit Toilette. Dafür aber nur 4,99 lang auf dem VW-Bus. So wie der Wagen hier steht. Also wir haben hier ein Westfalia Jules Verne, 163 PS mit der 9-Gang-Automatik und Heckantrieb. Es gäbe den Jules Verne natürlich auch mit Allradantrieb. Es gibt verschiedene Varianten und in den ganz kleinen Motorisierungen hat er den Frontantrieb. Die spielen aber für uns ehrlicherweise kaum eine Rolle. Und ab 163 PS hat er sowieso Heckantrieb, beziehungsweise schon ab 136 PS. Der hat jetzt das Jules Verne-Paket mit drin. Das ist so eine Grundausstattung mit Parkpiepsern, Licht- und Scheibenwischerautomatik. Er ist silbermetallic, hat die LED-Scheinwerfer, Alufelgen, Anhängerkupplung, Multifunktionslenkrad, Schiebefenster, ein Trennvorhang, Moskitonetze für Schiebetür und Hecktür, die noch eingebaut werden. Sie werden in so einem Fahrzeug nur geklettet. So wie der Wagen hier steht, haben wir einen Listenpreis von 75.687 Euro mit Fracht. Also durchaus viel Geld, aber man bekommt auch eben viel Fahrzeug dafür. Und es gäbe als Alternativen eben auch noch die Distronic, also den Abstandsregeltempomat und so ein Fahrerassistenzpaket mit Notbremsassistent, Totwinkelassistent, Spurhalteassistent. Und dieser Wagen hat zusätzlich auch noch die Navigation mit dabei, aber wir gucken uns das Cockpit gleich zum Ende nochmal an. Ja, wann kommt so ein Fahrzeug für euch in Frage? Ich glaube, es ist vor allem für den aktiven Städter das perfekte Auto. Ihr habt eine enge Parkplatzsituation oder vielleicht eine eigene oder eine Tiefgarage oder ein Carport, in dem ihr stehen wollt oder müsst. Das heißt, ihr wollt das Auto irgendwo zu Hause stehen haben. Ihr wollt ein Fahrzeug, was man im Alltag wie einen normalen PKW überall fahren kann, in jede Tiefgarage, auf jeden Supermarktparkplatz. Und ihr wollt aber trotzdem unbedingt eine Heizung, warm Wasser und eine Toilette mit dabei haben. Das Ganze gepaart mit ein bisschen Fahrkomfort und einem schönen Fahrverhalten und einer schicken Optik von außen, dann kann man sagen, all diese Dinge führen zusammen und unterm Strich steht Westfalia Jules Verne. Das Auto ist nichts für euch, wenn ihr sagt, ich bin riesengroß, also ich mit meinen 1,92 und deutlich über 100 Kilo. Für mich ist das schon kuschelig hier. Ich kann mir das gut vorstellen, aber ich mag auch kleine Autos. Also das ist dann am Ende des Tages auch viel eine Typfrage. Aber wenn man sagt, ich brauche immer Stehhöhe, ich will ein riesengroßes Bett, dann seid ihr wahrscheinlich in einem 5,40 Meter oder 6 Meter Ducato besser aufgehoben. Aber das ist hier, glaube ich, wenn man genau sowas sucht, ist das schon die perfekte Lösung. Wir schauen, drehe uns jetzt nochmal Fahrer- und Beifahrersitz in Fahrposition und gucken uns das Cockpit an, weil der Vito jetzt im neuen Modell ja auch deutlich schicker geworden ist und nochmal einen richtigen Sprung nach vorne gemacht hat und gerade in Sachen Infotainment einen ganzen Schritt dichter an die V-Klasse rangerückt ist. Und da gucken wir jetzt mal, wie das vorne aussieht. Der größte Unterschied im Vergleich zum Vorgänger ist Mercedes-seitig vor allem die Änderung der Schaltung. Wir haben, wenn wir eine Automatik bestellen, nicht mehr den klassischen Schaltknopf, sondern wir haben hier oben diesen, Blinkerwählhebel, über den ich den Gang vorwähle. Das hat den großen Vorteil, dass ich einfach hier einen deutlich größeren Bewegungsfreiraum habe und da einfach nichts mehr im Weg ist. Insgesamt habe ich, wenn ich das Verhältnis zum VW-Bus mir nehme, eine deutlich PKW-mäßigere Sitzposition. Das heißt, ich habe das Lenkrad gefühlt viel mehr zu mir geneigt und ich sitze viel mehr, wie ich das in so einem normalen PKW machen würde. Beim VW-Bus sitze ich gefühlt einen Tick höher und habe mehr so eine Bulli-Position. Das ist halt genau die Unterscheidung, wo man sich schnell in dem einen oder dem anderen Auto wiederfindet. Was hier toll ist, ist, wenn ich das Lenkrad löse, ich kann das rauf, runter, ran und damit habe ich echt einen riesen Spielraum, in dem ich alles einstellen kann. Der jetzt hat, wie gesagt, die 9-Gang-Automatik, dann hat er immer hier auch so Schaltwippen mit am Lenkrad, damit ich Überholvorgänge vorbereiten kann und ich glaube, diese Kombination aus 163 oder wenn ich will ja sogar mit 190 PS, wahlweise mit oder ohne Allrad, ist einfach ein geil zu fahrendes Auto. Auch die Mittelkonsole ist ein bisschen überholt sozusagen. Wir haben jetzt ein zeitgemäßes Navigationssystem hier mit drin. Das ist alles, die Funktionen sind so wie in jedem anderen Radio. Mal gucken, was haben wir hier für Optionen. Da kann ich mir einen Kompass, Höhe und all solche Dinge mit anzeigen lassen. Also da muss man sich so ein bisschen mit auseinandersetzen. Das Radio ist jetzt aber absolut auf der Höhe der Zeit. Ich habe hier USB-Schnittstellen.
ich habe meine normalen Klimageschichten. Das ist halt ein PKW. Da steigt man ein und sagt, wenn ich einmal Mercedes gefahren bin, dann weiß ich hier genau, wo ich auf den Knopf drücken muss. Und das ist alles richtig cool. Ja, ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck vom Westfalia Jules Verne erhalten. Wie gesagt, schaut euch auch den Kepler One an. Das ist das gleiche Auto auf dem VW-Bus. Und bleibt uns am besten bei dem Kanal treu. Dann kriegt ihr auch alle Alternativen, die es dazu gibt, immer wieder gezeigt, sobald wir sie auf dem Hof haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst den berühmten Daumen hoch da. Wenn nicht, ist schade. Aber dann sehen wir uns im nächsten Video und da wird es euch dann hoffentlich besser gefallen. Bis dahin wünsche ich erstmal einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis bald.